Recht herzlich willkommen zur 56. Folge von Simotrans. Und zwar waren wir zuletzt mit den Fahrzeugen auf der Linie Eyre-Adenau beschäftigt. Die wollte ich doch mal angucken, weil ich bin jetzt der Meinung, dass die da leer durch die Gegend fahren und ich habe da noch welche draufgesetzt, ne? So, was fehlt? 13 Eier. Wer produziert denn bitte schön keine Eier? Ist es da oben die Hühnerfarm, die keine Eier macht? Tierfutter haben sie, Eier werden produziert, aber Großbäckerei wird auch angeliefert, steht da. Aber mir kommt es vor, ups, daneben geklickt, als ob da gar keine Eier abgeholt werden. Okay, der fährt jetzt gerade vom Hof. Und hat auch 12 Paletten Eier. Nee, doch. Sieht gut aus, oder? Der Bahnhof, der ist auch voller Eier, ne? Oder wie war das? Genau, sieht gut aus. Obwohl nur 280 Eier müssen eingebracht werden, aber sind auf jeden Fall unterwegs. So, jetzt kommt noch einer, der wird auch vollgeladen und der nächste, der wird auch vollgeladen, oder? Ja, okay, die Eierlinie läuft eigentlich. Gut, dann kann der auch zu. Der kann auch zu. Was war das jetzt? Egal. So, jetzt noch mal kurz rein. Markt. Ist der? Kriegt der Markt denn Eier? Ist auf jeden Fall 6 vorhanden. Da sind ja hier die LKWs, die hier lang fahren, oder? Das ist ein Backbahn. Jetzt ist die Frage. Paletten Backwaren sollen zum Markt. Und die Eier sollen da auch hin. Aber nicht hier rüber dann. Döbelnmühle, Betriebshof überfüllt. Das ist doch auch ein alter LKW. Ist schon offen? Ja, jetzt habe ich ihn erwischt. Ne, das ist die Straße, das ist er. Der ist doch auch schon überholt, oder? Fährt Mehl von der Mühle hierher. Viel Mehl ist denn hier? Zu wenig auf jeden Fall. Das heißt, auf die Linie müsste auch noch Mehl-LKW. Das ist Mehl Norddeutsche Mühle Großbäckerei. Auf zum Depot. Gib mal Mehl ein. Da ist das Mehl. Können die auch alle. Das war jetzt, wie hieß die Linie? Mehl. Eine neue Großbäckerei. Und 4. Start, Start, Start. Start. Okay, da war mehr wie 4 gemacht wohl. Naja. Und der hier, ach, das war ja der, ist gerade leer. Können wir dann zum Depot schicken. Der ist auch veraltet, meines Erachtens, aber naja. Spielt jetzt keine Rolle. Die anderen laufen, fahren dann dahin und bringen das Mehl zur Bäckerei. Wo ist der jetzt da? Da, okay. Gut. Der fährt jetzt da lang, verfolgen wir mal. Oh, der steht jetzt ein Stau durch den. Ja, aber da fahren die demnächst ja nicht lang, ne? Die fahren ja demnächst woanders lang. Das war die Bushaltestelle. Ah, das ist jetzt gerade egal. So, der Bauer fährt nämlich hier wieder zurück mit seinem Trecker. Und die fahren nach da hinten. Und der bedient die Linie und die werden jetzt auch gerade alle geladen, ne?
Wie sieht's denn hier aus? Machen wir das Verfolgen gerade aus. Ja, Weizen ist da, Gerste fehlt. Aber die sind gleich alle voll, oder? So, den können wir jetzt von der Linie runternehmen, weg. Sind auch alle voll und fahren, das ist gut. Jetzt ist nur die Frage, wie sich das hier mit der Zeit entwickelt. Müssen wir gucken. Anlieferung von 3 Lieferanten. Passt. Großbäckerei ist das. Die läuft. Da haben wir den Geflügelhof. Da wird der Markt nicht bedient. Das müssen wir nochmal gucken. Also er ist jetzt hier irgendwo. Ah, der steht da an der Kreuzung. Wartet, dass er raus kann. Okay, das passt aber alles. So, jetzt brauchen wir noch eine Linie, die die Eier transportiert. Eier, Adenau, Radolfzell. So. Gut, dann sind das zu wenig, weil auf dem Markt fehlen Eier. Ne? Da sind gerade null. Da können wir mehr Umsatz machen. Das bedeutet, das ist Eier, Adenau, Radolfzell. Genau. Dann gehen wir hier rein. Das ist auch der LKW für die Eier. Eier, Adenau, Radolfzell. Und 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Passt. Die starten jetzt. So, der ist voll und bringt die Eier zum Dingens, sag schon. Zum Markt. So, hier müssen wir nur aufpassen, dass uns die Gerste und Weizen nicht leer läuft, dass die Mehl machen, ne? Angeliefert wurde gerade eben. Da unten sind ja die zwei Trecker, ne? Beziehungsweise einer Unimog und der andere ist der Trecker. Da müsste man gerade gucken, wer dann so auf der Linie fährt, ne? Ein Unimog, der Rest sind die Trecker. Ist das so richtig? Getreidehof, Norddeutsche Mühle steht da. Ich glaube, wir machen da mal mehr. Wie? Geht nicht? Geht nicht mehr, gibt's nicht mehr. Der andere Anhänger ist ausgelassen. Das ist ja echt doof, ne? Dann Getreide mal bitte her. Weizen geht auch. Weizen wird jetzt hier mit LKW schon angeliefert, oder wie sehe ich das? Ah, da gibt es auch komischerweise jetzt hier Unimux. Und die Anhänger. Wir haben nicht umgestellt, das war's. So, haben wir. Und auf die Linie Getreidehof. Getreidehof Norddeutsche Mühle, da haben wir's. Dreimal kopieren und viermal starten. Passt. Gut, dann sollte das da auch ein bisschen besser laufen, weil da könnte ruhig mehr sein in meinen Augen. Die produzieren ja so lange, die kein Getreide haben, ne? Produzieren die wahrscheinlich auch nichts mehr, oder? Okay, hier sind jetzt noch 72 Paletten Mehl auf dem Hof da. Ist die Frage, wie viel da drauf dürfen, ne? Kapazität 160. Okay, würde auch noch mehr raufgehen. Aber keine Gerste, kein Dingens läuft. So, jetzt die Frage, wo die sind. Hier läuft auf jeden Fall was. Fahren auch ganz viele weg. Ist das jetzt einer hier von der... Ja, der fährt da jetzt hin. Tonnen landwirtschaftliche Güter. Mal gucken, was er alle auflädt. 10 und 10. 10 Gerste, 10 Weizen. Das ist ein falscher LKW in Anführungsstrichen. Der auch.
Sind die wahrscheinlich falsch rumgefahren, ne? Gehen wir von aus hier. Ja, die sind wahrscheinlich erst zur Mühle gefahren, ne? Der steht jetzt da unten an. Gut. Läuft ein bisschen doof, aber Pech gehabt sozusagen. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Müssen wir gucken. Die kommen ja jetzt auch hier an und dann geht es ja auch gleich los, ne? Wahrscheinlich ist der da auch so einer. Ja. Gucken wir mal kurz rein. Hier staut sich's natürlich, ne? Ohne Ende. CNC wird transportiert. Hier unten 20 Gerste. Okay, aber Gerste fehlt da sowieso. Also ist es gar nicht verkehrt, dass der 20 Gerste hat. Gut, fertig. Jetzt zu überlegen, was machen wir mit den Vieren hier, ne? Die sind ja so ein bisschen die Bremsen. Der ist gerade leer, das heißt, der kann auch zum Depot. Weg mit dem. Die anderen sind noch voll. Die brauchen auch ewig dahin, ne? Da ist der nächste. Zum Depot. Den runternehmen von der Linie auf jeden Fall. Daneben geklickt. Der fährt jetzt auch zum Depot, ne? Ja. Bisschen schneller. Zum Depot. Warte mal. Na, der ist schon, der andere war schon runtergeflogen. Jetzt haben wir nur noch einen, der gleich zum Depot muss. Oh, die brauchen unendlich lange bis dahin. Ist immer noch nicht abgeladen, jetzt erst. Der geht da auch hin. So, und dann Depot. Zack, zack. Runter mit denen. Depot hier schließen. Schneller und andere Meldung. Da ist er. Und auch von der Linie genommen. Daneben geklickt. Passt, passt. So, jetzt fahren da vier von denen da drum. Ist das braune, die Gerste? Ja. So, damit müsste jetzt hier oben an der Mühle das ein bisschen besser laufen wieder. Ach, die ist ja offen. Gerste ist aber nicht da. Mehl wird produziert und wie viel ist auf Lager? 14, zu wenig. Gut, lass mal gerade schneller laufen. Jetzt wird wieder produziert. Da warten nur Passagiere. Das heißt, wir müssen definitiv da noch mehr draufsetzen. So, Gerstenhof. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es müssten es einige mehr sein. Ich hoffe, diesmal fahren sie richtig rum, ne? Getreide, Norddeutsche Mühle. So, schon alle beladen, das ist super. Die Mühle müsste jetzt genügend Futter kriegen. Also Futter in der Beziehung, dass es hier Getreide ist. Jetzt warten die auf volle Beladung, oder wie sehe ich das? Jo. Das funktioniert dann nicht, oder? Doch, da. Den Entladen auf der Seite. Funktioniert also doch. So, Passagiere warten da nur. Wie sieht es? Ah, da ist es. Mehl ist da. Wird aber nicht übergeben, oder was? Wo ist denn da jetzt das Problem?
Gerst ist gerade angekommen. LKW stehen da und kriegen nichts. Einfach aus dem Grunde, weil wahrscheinlich jetzt der Großbäcker kein Mehl mehr braucht. Könnte sein. Der hat Eier, der hat Mehl, der hat Zucker. Läuft. Ja, gut. Sind aber jetzt beide wieder gefahren. Das heißt, läuft. Ne, das war hier, ne? Ne, passt schon. Gut, okay. Dann würde ich aber auch sagen, soll es für die Folge erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.